Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, Freunde, nächster Tag, Vlog. Heute zum ersten Mal ein bisschen länger geschlafen. 9 Stunden. Von 0 bis 9. Ich bin verschlafen. Wann warst du wach? Und Willi geht jetzt laufen. Wir wären auch laufen gegangen, aber wir haben leider unsere Laufschuhe vergessen. Es ist 10 Uhr, heute ist das Wetter nicht so gut. Also es ist bewölkt und wir wissen noch nicht ganz genau, was wir machen. Ich kann jetzt laufen, danach kann es früher gehen, da wir ja beide nur 42. Stimmt, dann heißt dann... Und es ist auch von Adidas, also brauchst du dir keine Gedanken Sind die von Adidas? Ja. Ja, okay, dann geht's gerade so. Dann gehst du jetzt laufen und danach geh ich laufen. Okay, dann beeile ich mich. Danach Sport oder so. Ah, dann geht's schwer so. Es ist schwierig. Bist du blöd? Wir gehen auf jeden Fall nachher zum Lakers-Spiel, machen wahrscheinlich irgendeine Challenge hier noch. Also ein bisschen Content aufnehmen oder wir fahren in die Stadt. Gerne ein Like da lassen. Ein Abo da lassen. Kommentiert, dass wir geile Säue sind. Frille und ich philosophieren hier seit 20 Minuten gefühlt, was wer aufnimmt, wer wann was machen kann. Und überlegen uns gerade, wie wir hier am besten vorgehen. Universal Studio, Lakers spielt, Lakers nochmal Spiel, Haustour. Wer macht was hier? Hausolympiade. So sieht Contentmacherei aus. Der Kopf ist am Brodeln. Hier kommen schon diese, wie heißt denn das? Wenn es so qualmt. Ohne Witz, so fühle ich mich gerade. Willi ist jetzt fertig. Jetzt kann ich laufen. Sydney hat leider nicht die Schuhgröße von Willi. Das heißt, er kann nicht laufen. 44 habe ich mal. Egal. Es geht nur hoch. Du hast dich für 15 Minuten runtergetrudelt. Wie hoch kommt die 1? Glaubst du, ich würde es schaffen? Boah, es geht nur steil. Das, was wir mit dem Auto hochfahren, muss hochlaufen. Und ich würde es nicht schaffen? Ich sag, du bist Abbrecher. Okay. Digga, wir haben hier die, vorhin, also im Flugzeug, irgendwelche Challenges uns ausgedacht. Hier steht drauf: Boxen, Sparring und Glammern, Arschfick. Was haben wir uns dabei gedacht, Digga, hä? Die Idee dahinter ist, wir schrauben so nach hinten zu dem Flieger. Die sagen mir, was ist das denn? Ja, genau. Das ist einfach lustig, weil wir uns einen Profi holen und wir am längsten durchhält. Das hat Willi gesagt. Guck mal hier. Hier habe ich Submarathon-Ideen von Rohat. Wahrsagerin holen mit Karten. Aber ey, das darf ich nicht, weil das schwarze Magie ist. Hypnotisiert werden und Schlangen um Hals. Das waren deine Sub-Ideen für einen Submarathon. Und du, also Digga, also der Typ, Nein. Ne? Mit der Wahrsagerin kann ich nicht machen, das ist wirklich schwarze Magie. Wir haben einen Plan. Lakers Game Sydney, erster. Universal, morgen, zwei. Wer würde eher Video und letzter Tag im Vlog. Eli House Challenge, also House Olympiade. Erster Teil, Vlog, das was ihr jetzt gerade seht. Passt, Like und Abo da lassen. Haustour Dennis Schröder, wenn es funktioniert. Er meinte, es geht, aber seine Frau ist hochschwanger, da wissen wir immer nicht. Vielleicht kommt sie ein Kind früher. Schießstand will ich gehen. Bist du beim Schießstand dabei? Nicht. Cool. Real Life Win Challenge. So. Morgen im Universal. Rohat Süßigkeiten Video testen. Morgen soll er das drehen, wie viel verdienst du bei Universal. Und Omi TV Video will er unbedingt machen. Mit Amerikanern und uns halt. Willi, zweites Lakers Game. Morgen der Vlog. Haus und Pferde, zweiter Teil. Okay. Ich mach erst den zweiten. Und viertes Video, unangenehme Fragen. Ja, was ist heute? Das kommt heute. Ja. Ja. Und bei Rohat Vlog, übermorgen. Also haben alle vier. Du hast fünf. Ja, ich. Und Streaming wird Mittwoch und Donnerstag sein. Gestern nicht wegen Deutschland, heute Portugal. Morgen geht's nicht, da hat Adidas eine Aktion. Und das heißt Mittwoch und Donnerstag streamen. Das heißt, ich habe von 6 möglichen Streamtagen 4 mal gestreamt.
So, wir haben jetzt hier Salat bestellt, weil Sydney den Laden so mag. Bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Ich habe einen Caesar Salad. Gesund und lecker. Also bis jetzt Essen in L.A., kurzes Statement von mir. Burger King noch schlechter als in Deutschland. In-N-Out war gut. Bagel, Quatsch. Frühstück, Acai Bowl, okay. Bagel war gottlos, meine Augen. Dann Catch Steak. Nicht gut. Preis-Leistung, ganz, ganz großer Quatsch. Gestern der Laden mit Dennis Schröder, das war sehr lecker. Ja, ja. Aber überleg mal, also im Vergleich zu Deutschland bis jetzt. Alles teuer. Ja, und viel schlechter, finde ich persönlich. Ich auch. Ja, nach dem Salat wurden die Cornflakes. Ich will heute in einem Buffalo-Laden. Buffalo-Wing-Laden. Was nehmt ihr hier auf? 10 unangenehme Fragen. Ach, wirklich? Ich war die ganze Zeit kacken. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Boah, ach so, Digga. Ich will das nicht zusammen machen, sondern ich will das so machen. Bam, ich stelle Ihnen Fragen und dann kommen immer aus anderen Perspektiven. Mal habt ihr die gleichen Fragen, mal habt ihr unterschiedliche Fragen. Ach, du beantwortest die nicht, oder nee, was? Meine Kandidaten. Ich stelle meinen Kandidaten quasi 10 unangenehme Fragen. Hä, dann ich will dir auch ein paar Fragen stellen. Das ist ja voll scheiße sonst. Ja, dann such welche. Ich habe welche da. Du kannst mir die dann einfach stellen. Okay. So, Freunde. Ey, ich sehe aus wie so ein Ami-Rapper, finde ich. Wie so ein Ami-Rapper, der so ein One-Hit-Wunder gemacht hat. Ich finde es hier voll cool aus, so. Yo, what's up, man? I'm here in L.A. and living my life. Chilling with my boys. That's Sydney. That's Nicolas and Rohays. And yeah, we make some YouTube content. Check the video and yes, es war übertrieben gut. Aber lasst ein Abo da, abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da. Und ja. Real Talk, die beiden haben sich da, glaube ich, gegenseitig oben angefasst. Ihr wart 15 Minuten oben für 10 Fragen. Deal, dass irgendjemand William bläst. Ich nicht, du? Ja, aber gab's einen Deal? Ich hab keinen Deal. Doch, wegen... Achso, und du hast es gerade gemacht? Ja. So sieht es aus, wenn Willi sein YouTube-Video aufnimmt. Die haben hier oben 30 Minuten gechillt. Ja, boah, das ist so Stress. Du hast eine Sonnenbrille auf, scheint die Sonne? Ja, hat OnlyFans. Ich muss sagen, charakterlich kann ich nicht viel über sie sagen, aber was die Bilddynamik angeht, sehr dynamisch. Also, okay, gut. Der Typ hat so komische Züge. Ich habe ja nichts dagegen so, aber... Warum fässt du mich dann immer so an? Ich hab meine anderen Bros. Du hast da was anzupacken, hä? Hast du ein Gerät da hinten? Hast du was zum Anpacken? Hast du was zum Anpacken, hä? Rohat Max. Der Typ ist so schlimm, ne? Bist du ein kleiner Kuschelbär, Mojo? Ich hasse ihn. Sag mal die Top 5 heißesten Frauen, die du kennst. Wir haben gerade unangenehm. Die ganze Zeit, er sagt so von der Seite, will er, dass ich Bibi sage. gehört sie dir im sie Kopf, oder wie? Gehört sie denn zu der Top 5 bei dir? Ich glaube, ihm ist nur Phoebe eingefallen, er wollte nicht nur eine sagen. Achso, ja. Yeah. Er hat recht. Wow, 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 wow. Den ganzen Urlaub dreht sich nur um Phoebe, ne? Wir hatten gerade unangenehme Fragen aufgenommen, habt ihr gesehen? Der Mann hat so. Dem war es unangenehm, ja. Ganz genau. Also sag deine Top 5. Top 5 Streamerin. Das ist so Streamerin, das war Influencerin. Ja, alles. Top 5. Okay, deutsche Influencerin. Wir haben ein Video aufgenommen und wir regen uns darüber auf, dass Rohat und ich die Fragen bekommen haben und der notgeile Knirsch nicht. Ich habe keine Frage mit Frauen. Nein, aber warum hat sie Rohat bekommen? Phoebe. Achso. Das ausspricht. Der dachte halt wirklich, sie sagt da jetzt so Phoebe. Achso. Und deswegen hat er das reingenommen. Also, Top 3. Instagram. Lisa, Jasmin. Also Lisa Weidemann, Wittemann, keine Ahnung. Jasmin, Penelope. Wir sind ja zu einem Spot gefahren, um Insta-Bilder zu schießen. Ich komme mir vor wie so ein dummer Touristenführer. Also wir machen ein paar Insta-Bilder und sind hier jetzt hier mit den Palmen, werden wir uns jetzt hier hinstellen. Give me more, give me more, give me more. Yeah, 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 yeah. Play with the cam. Oh, die kommen jetzt. Sydney war vorhin auf deren Grundstück. Und ich glaube, man darf dann jemanden offiziell. Also wenn er eine Bedrohung darstellt, dürfen die dich abschießen. Wenn du auf deren Grundstück bist, glaube ich. Nicht, wenn ich eine Bedrohung bin, einfach so. Dürfen die? Aus Friedensbruch. Ach du Scheiße. Ich verstehe aber nicht, warum ihr mir solche Sachen nicht zuschickt. Warum? Ich habe nichts bekommen davon. Wovon? Von dir, von dieser Kollektion. Doch, ist alles jetzt gerade gekommen. Echt? Ja. Alle haben es bekommen. Ja, hä? Auch mal nicht nur die grünen Tüten aufmachen, hä? Auch mal unsere Tüten aufmachen, ja, Rojo. Das sind gerade die Produkte. Guckt euch so an. Weil du so stand. Nein, ich stehe nicht so. Aber in die Richtung. Ich steh. Mach so, Hände in die Taschen, guck mal. Aber warte, lass mir noch den Digga, aber guck mal, ich find die ganz cool hier. Das ist süß. Guck mal, wie die mich auch, die haben mich die ganze Zeit ausgelacht. Guck mal, wie die mich ausgelacht haben. Hier, das hier. Zu recht.
Ja, ich finde, es sieht süß aus. Digga! Geschickt! Einfach weggedreht von uns. Wir stehen da immer so. Geschickt dich einfach! Wir stehen beide hier. Digga, ich finde, ich sehe da gut aus, Chat. So, Freunde, wir sind jetzt am Rodeo Drive, an einem der berühmtesten Straßen in Los Angeles und gehen ein bisschen einkaufen oder gucken so ein bisschen shoppen. Wir sind jetzt hier Santa Monica und gehen zum Shake Shack Burger. Roat, die Mastsau. Als wir vorbeigelaufen sind, wollte Roat hier hin. Und es hat sich Fritter natürlich nicht zweimal sagen lassen. Wir testen jetzt den auch. Also eine Frage, wer nimmt Gurken auf den Burger? Ich hab's noch nie verstanden. Die schmecken so richtig eigen. Die, wenn du die alleine isst, okay. Aber auf dem Burger, dein Brot schmeckt mal scheiße. Das sind die Männer. Chili Cheese Fries. Ein und Burger kostet $8.50. Die verfetteten Burger. Guck mal, man sieht den Fett. Das Fett, das Fett auf ja, das Brötchen. Also die ersten beiden Bisse. Übel. Viel besser als in den Orten, ne? Gleich schon so. Ja, viel besser. Was sagt der Markenbotschafter? Ist auch gut. Ja, kostet dreimal so viel. Was ist denn das Dorfking. Mann, er hat sich noch einen Burger geholt. Dorfking. Das hab ich gehört, ein Dorfking. Mal gucken, wie lange brauchst du dafür? Du hast vorhin echt schnell gegessen. Ich hab das unter 40 Sekunden. Nee, unter Minute. Davon würdest du mehr als bei In-N-Out schaffen, ne? Der schmeckt. Ich sag, davon würde ich es auch kleiner. 7, 8 schaffen. Wir sind wo? Rodeo Drive. Straße Rodeo kennt Drive. Ihr, kennt ihr aus GTA? Hier ist die Stelle, wo immer der Bugatti steht. Ohne Witz. Wir sind jetzt seit 5 Minuten gelaufen. Hier sind mindestens, das ist der vierte Urus oder so. And we got 10 bucks. Rex. Ich glaube, Urus ist das Auto, was hier am meisten gefahren wird. Das ist geisteskrank. Da vorne ist Rolls Royce. Ja, also was hier für Autos rumstehen, ist verrückt. Der nächste, wir sind ein paar Meter gelaufen und da ist noch den ich abgefilmt hatte. Ist verrückt, es ist wirklich geisteskrank und das Auto sieht aber so geil aus. Willi findet den richtig geil. Hol mich nicht so ab. Das Auto, was ich liebe. Das fühlst du? Also ich hasse, also ich, Urus gibt, ist cool, aber gibt mir nichts. Rolls Royce ist für mich Eleganz, klasse, aber jetzt nicht der. Salam, hier wird ein bisschen geshoppt. Bei Goyard. Sind immer noch hier gerade am Shoppen. Ich will nicht immer überall die Kamera rausholen, wenn wir in die Läden gehen. Aber hier sind halt so krass teure Läden, dass es mir unangenehm die Kamera rauszuholen. Das ist sowas wie in Berlin der Kudamm. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten heißt. So Einkaufsstraßen mit Balenciaga, Prada, da ist Gucci. Sieht schon sehr, sehr nice hier aus, Freunde. Und du merkst auch hier so dieses klassische Einkaufen, Geld ausgeben mäßige. Also was sagst du zu diesen Schuhen? Ich fand die extrem. Digga, ist echt extrem geil. Ich sage euch ehrlich, ohne zu übertreiben, das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich finde bei so einen Läden, Prada und so, also man kann sich ab und zu mal aber was holen. Die Schuhe sind cool. Ja, aber ich finde so viel davon sieht einfach, also wie gesagt, nur von einfach nicht cool aus. Das ist natürlich Geschmackssache, jeder darf das anziehen, was er will. Aber ja, das sind halt... Das ist nicht so meins. Das Budefeld muss was sein. Hörst du das? Scheiße. Also es gibt natürlich auch ein paar coole Sachen. Mode ist immer Geschmackssache. Aber, ja. 3.950 kostet das. 3.950 kostet die Jacke. Wisst ihr, was ich für 3.950 mache? Steckt mich in eine Dusche mit Vera, und sonst wen. Und es wird ein richtig krasses Wochenende. Ganzes Wochenende. Welche Jacke? Die Jacke hier. Ganz kurz. Tigger. Kleine Price Range, dass ihr das mal vor Augen habt. Das. Und coole T-Shirt-Hemden kostet 1.500 und wer da noch ein bisschen was übrig hat, das kostet 3.000 Euro. 3.000 Euro? 3.500. Weißt du, was das ist? Ich arbeite hier, ich hänge im Garten. Was hier auch immer krass ist, wie schnell es dunkel wird. Also und dann auch wie kalt es wird. Es sind so 21 Grad, dann geht die Sonne unter, oh bam! Sofort sind irgendwie 11 Grad, 10. Schon Wahnsinn. Die Stelle soll hier von GTA sein. Nicht so doll. Erkennt die Stelle, wenn du die Stelle, ja, Story hast. Hier sind absolute Brettuhren. Oha, Digga. Digga, wenn jemand nur diesen Bereich hier ausraubt. Digga, ey, jetzt mal ganz ehrlich, Jungs. Digga, lass uns das einkloppen. Leute, die haben ja. Digga, die haben Richard Mille, die haben Patex, die haben Cartier Santos, die Audemars, haben hinten Rolex. Diese Scheibe. Die haben auch. Dick?
Ja. Ja. Muss dick sein, sonst hätten sie ein Problem. Guck mal, du siehst ja diese Flecken auf der anderen Seite, so dick ist das. Das ist der Besitzer hinter mir. Ja, stimmt, stimmt. Der hinter mir ist berühmt, das ist der Besitzer. Frag ihn mal nach Parfum. Das ist der Besitzer? Dem geht's auf jeden Fall super. Lass es. Amazing Shop. Der Typ, der das, den das gehört hat, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, der hatte dann einfach noch eine Knarre bei sich. Da kamen gerade 5 zwielichtige Gestalten. Einer mit so einer Maske und mit so einem richtig, richtig dicken Rucksack. Und Rucksack. Ja. Und dann in den Seiten. Das sah so aus. Ich sag, das war der Mann dazu. Ja, ja, das sah wirklich so aus. Das ist das, was ich heiraten muss. Zu unserer Rechten. Das musst du heiraten? Ja. Du würdest sie auch lieben bis zum letzten Tag, ne? Also ich finde, die sehen richtig nice aus. Doch, hol mal, die sehen richtig nice aus. Wie teuer? How much? 1350. Ja. Vielleicht, wenn ich dann mal Bayern so auslaufe. Aber die sehen doch super cool aus. Das ist schön, die auch cool. Ja, aber für 1.600 lasse ich mir einen Ball voll Kämmig ins Gesicht schießen. Wenn wir schon mal beim Parfüm-Thema sind, wir sind ja gerade bei Louis Vuitton, ich gebe euch jetzt hier kurz und knackig die besten Düfte. Habe jeden von denen schon fast irgendwo mal aufgehabt und wirken lassen. Also der beste von denen, meiner Meinung nach, Fleur de Dessert. Der ist super, sind leider alle ganz schön teuer. Das ist komplett overrated. Sorry, Homme de Lomar. Ich sage, ist einer der besten Düfte der Welt. Finde ich, ist ganz gut, aber alle übertreiben. Den mische ich immer ganz gern. Der riecht original nach einer geilen Rose. Der ist nicht so dolle, muss ich sagen. Zu den anderen finde ich, also die hier mit der Farbe, um es kurz zu machen, sind die meisten von denen Quatsch. Außer, wo ist der? Außer der hier. Außer der hier, sonst ist alles okay. Viele von denen riechen so voll nach Seife. Der riecht nach Seife. Wenn ihr Louis Vuitton-Düfte holt, ist alles natürlich meine Meinung nur, holt euch den hier. Fleur de Dessert, der ist auch ein bisschen neuer, gibt es so seit 3-4 Monaten oder so. Und der und wo ist er? Der. Das sind meine Empfehlungen. Fällt aber auf, dass immer wieder voll viele Leute dieses Parfüm-Thema interessant finden. Guckt mal auf den 2-Kanal vorbei, da habe ich so ganz, ganz viele Düfte mal vorgestellt. Meine Lieblingsdüfte. Bin natürlich auch nicht allwissend, nur so meine persönliche Meinung. Könnt ihr gerne mal abchecken. Gibt auch günstigere und teure. Willi überlegt sich, den hier zu holen. Sehr, sehr cool. Ja. Zeig auch. Das schön, das mit dem Blau noch holen. Das sind, wenn sie mit Rot holst du den Blau? Also wenn die die haben. So bei Schuhen, Freunde, ist auch nochmal so eine Sache. So, die sind auch immer so sehr begehrt, sage ich mal. Können falsch ärgert sein. Der Mann beackert ihn gerade so sehr. Willi wird hier so beackert von dem Mann. Der kriegt alles angeboten und Willi will eigentlich nur die Schuhe, aber er sagt, er ist so nett. Geh rein da, schlüpf da mal rein. Der gibt 110%. Very nice. Very nice. Ich schwöre, langsam verliere ich meine Nerven und meine Geduld. Der hat ihm den halben Laden gegeben. Wir müssen in einer Stunde am Stadion sein. Wir müssen vorher noch nach Hause. Der Typ weiß schon, was er holt. Die holen sich beide die Schuhe und eine Jacke. Und der Mann, also ich würde denen so eine trockene Absage geben. Jorge wird Mitarbeiter des Monats, Freunde. Hat den da so einen reingedrückt. Ja, ja, so einen reingedrückt. Die meinten so, Jorge, schon wieder. Hier, guckt sie an. Wir tragen Rohrzeug. Ja. So, Freunde, wir gehen jetzt ins Stadion LA Lakers gegen Portland, ne? Yes, sir! Nein, Indiana Pacers. Aber nächste Woche Portland. Übermorgen. Ja, sag ich ja. Gegen Indiana Pacers. Vlog seht ihr bei Sydney. Ich filme so ein bisschen, immer so ein paar Momente nur. Richtigen Vlog ist bei Fred auf dem Kanal. Die Jungs haben mir gerade ein paar Basketballregeln erklärt. Ich bin wirklich, also Basketball, ich finde es cool zu gucken und sowas. Gab auch eine Zeit, da hat er mich im negativ beeinflusst, sagen wir es mal so, nachts. Auf einer bestimmten Seite. Da habe ich Basketball geguckt. Ich finde es auch mal cool so, aber ich verstehe nicht ganz die Regeln. Ist mein erstes Mal in einem Basketballstadion generell auf der Welt. War auch noch nie in Deutschland oder Europa. Und jetzt ja, NBA. Ich sag, es wird dir mehr gefallen als Fußballstadion. Ja, ich gebe ein neutrales Ding dann ab. Wir haben hier gerade riesengroße Probleme, es kracht. Irgendwie können wir unsere Tickets nicht runterladen. Und wir stehen jetzt hier und das Spiel geht gleich los. Aber irgendwie kriegen wir unsere Tickets nicht. Nach ganz viel Stress sind wir drin. Irgendwas hat mit den Tickets nicht funktioniert, aber wir sind drin und wir konnten Dennis nicht kontaktieren, weil der Mann auf dem Platz steht. Timeout. Da unten sind die langen Lachse. Guck mal, wie lang die alle sind. Erste Mal. Boah, sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Da freut sich gleich Willi und Sydney. Die Cheer, die da kommen rauf. Einmal. Oh. Wie gesagt,
sagt man nicht mit so viel Schritte. Digga, hier läuft doch einfach coole Musik, während die zocken. Oh, schade. Digga, auf dem Platz sind so viele Zentimeter. Der Mann und der Mann können zusammen wirklich vielleicht die Meter knacken. Die Frau Mrs. Stinkstiefel hat Sydney nach hinten gehauen, weil wir, also das ist, hier war einfach frei alles und sie musste, hat ihn trotzdem nach hinten geschickt. Also obwohl etwas frei ist. Geisteskrank. Die hatte, die war echt stinkig drauf. Da vorne ist der Brownchick. Irgendwas an der Knöchel. No, ich glaube, das ist der Rasenball immer haarig. So, erste Viertel ist jetzt zu Ende. Es gibt jetzt einen dreckigen Hund für Edi. Wir hatten hier gerade so viel Stress. Wir wollten nur einen Hotdog bestellen. Und wir wollten uns ein paar Bierchen holen. Und Willi, sein Ausweis funktioniert. Also, erstens wurden wir nach Ausweis gefragt. Da fängt schon mal an, vielleicht wegen dem Bart. Und zweitens wurden von ihm, mir und Sydney nicht der Perso akzeptiert. Also deutsche, Führerschein nicht und Perso nicht. Und Pass, also Reisepass auch nicht, also nur ein Bild davon. Das heißt, eigentlich können hier nur Amerikaner sich ein Bier holen. Gerade. Ich war außer. Ja, der war sehr stinkig drauf. Der wollte nur ein Bierchen haben. Perrin hat uns nicht gelassen. Das sind die Produkte. Ja, also ohne Sinn. Das ist die einzige, ich esse ja kein Schwein. Es gab nur Rindfleisch, aber ohne Beilagen sozusagen. Und bei dem anderen gab es. Zeige ich mal den anderen. My phone is up downstairs. I take my phone, bring it up and show you the tickets. Und wir kommen hier wieder nicht rein. Freunde, Dennis ist 1,85. 2 minutes, 2 minutes remain in the area. Er sieht so witzig aus im Vergleich zu den anderen. Das ist verrückt. Komm, komm. Miles on the 33, Miles Turner. First personal. Viele sind sich einig, dass er auf jeden Fall zu den besten Spielern gehört. Der jemals gelebt hat? Der Tiger hat uns gesehen, er kennt uns. Ist er einer der Besten, der jemals gelebt hat? Ja, ne? Ja, so wie bei Ronaldo Messi ist das. Dennis hat erzählt, dass LeBron James über 1 Million im Jahr für seinen Körper ausgibt. Gesundheit, Trainings etc. Personal Trainer. Das ist geisteskrank. So, wir haben sogar eine Family Guest of Lakers Family. Ich bin stolz zur Familie. Dürfen wir da rauf? Nein, wir gehen zum Family Room jetzt. Okay. Aber ich darf nicht aufs Spielfeld. Nach dem Spiel können wir das machen. Okay. Wir sind jetzt in so einer eigenen Box. Und hier lässt sich Sydney voll saufen, hat er gesagt. Das ist dein Ding, ne? Ich hab sechs Spiele. Basketball, Bier. Also Basketball, Essen und Saufen. Das sind deine drei. Vier. Das sind deine vier Lebensinhalte. Das hier sind übrigens meiner Meinung nach mit die overratedsten Chips, die es gibt. Man hört immer Cheetos hier, Cheetos da. Das schmeckt so künstlich, das ist der Wahnsinn. Da ist Willi ganz neu am Geiern, ne? Wenn die Chili da drauf sind, da wird aber gut gegeiert. Guckt ihn euch an. Der Luftmäusch. Es ist wirklich krass spannend. Das Spiel ist zu Ende, Freunde. Und ich als Basketball nicht Auskenner. Digga, selbst ich fand das so krass. Das war so spannend. Also wirklich, ich sag mal nicht, wie es hier ausging und sowas. Müsst ihr beim Dritten abchecken. Das war ja geisteskrank. Also wow. Wie geil, dass wir einfach hier drauf sind. Hier stand der Brown. Hier. Hier, berührt. Berührt. So, wir fahren jetzt nach Hause. Und hier. Der Mann ist am Pfeifen. Mann! Yeah! Fahr jetzt nach Hause, chillen unser Leben. War ein absolut geiles Spiel. Wie kann man jede Autofahrt einschlafen? Jede. Schon wieder? Ja, natürlich. Noch nie eigentlich. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich hab dich gerade gefragt, was wäre, wenn so ein Milliardär auf dich stehen würde? Also ein gutes, schlechtes Angebot. Und also ein schlechtes Angebot. Top.
Die, also sagen wir so ein 50-jähriger Milliardär steht auf euch und sagt, hör mal zu, ihr seid die Männer meines Lebens, ihr könnt dann, und ihr könnt dann machen, was ihr wollt. Also ihr müsst euch nur halt wegbrettern lassen von denen. So wie wir auf dich gewartet haben im Bett, kriegt der jeden Tag uns eingebissen. Also ihr würdet... Dann wegbrettern, habe ich nicht gedacht. Also ja, was glaubst du, was du da machst? Ach, come on. Vielleicht muss ich noch die Glatze polieren, aber... Also würdest du... Kannst dann machen, was du willst. Meine du bist dann, schnell. Ja? Zeig ihm Oliven, ey. Aber du sollst dir eine scheiß Hose anziehen. Das kann nicht wahr sein, Digga. Jedes Mal, du bist eine Minute zu Hause. Das fühlt sich irgendwie so surreal an, Freunde. Wir kommen von dem Lakers-Spiel, eingeladen von dem Spieler von Lakers. Gestern noch eine Fußball-Challenge gemacht. Und dann kommst du hier hin und guckst dir diesen Ausdruck an. Also wirklich, war sehr, sehr geil. Danke nochmal an Dennis und Joel für die Karten. War ein super geiles Erlebnis. Hätte nicht gedacht, dass es so geil ist. War wirklich sehr, sehr krass. Also an alle Basketballfans, ich kann euch verstehen. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Ja. Gerade wegen Rappel. Ja. Öffnen sich die Poren. So laufen die übrigens immer die ganze Zeit rum. Also. Digga. Freunde, wenn ich jetzt nach rechts schwenken würde, was hier passiert, kannst du niemandem erzählen. Was kommen wir jetzt, Digga? Komm, ich nehme jetzt hier noch ein Oma-Mino für Rohr auf. Das war's vom Vlog. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ich glaube noch 6.000-7.000 Abonnenten, dann haben wir die 1,1 Millionen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Tag. Ich hoffe, wir können euch so ein bisschen ablenken und euch mal zum Lachen bringen. Der Urlaub ist bis jetzt wirklich eine 10 von 10. Ich glaube, ihr merkt auch in den Videos, wie viel Spaß wir alle miteinander haben und dass alles so echt entspannt ist und echt eine sehr, sehr coole Entscheidung gewesen. Sind euch natürlich auch dankbar, dass wir überhaupt sowas machen können, spontan nach L.A. fliegen, und wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, Freunde. Ihr seid die Besten. Like da lassen, Abo da lassen, checkt die anderen Videos aus. Kuss geht raus.